Ja Leute, es ist soweit, wir reden heute über Cyberstorm Access. Ja Leute, Cyberstorm Access kommt ja am 4.5. raus und ich würde sagen, wir schauen einfach mal an, was sind hier die Highlights-Karten drin. Und wie immer, ich will es immer kürzer machen, die Folgen werden immer irgendwie halbe Stunde, Stunde lang, aber dieses Mal will ich es wirklich kurz machen. Wir wollen wirklich die Top-Karten des Sets angucken und wir gehen einfach Stück für Stück durch. Was sind die besten Karten aus diesem Set und welchen Decks helfen sie? Zunächst einmal, als Starlight Rare ist hier wieder Starfrost drin, was natürlich sehr nice ist, einfach ein High-Rare-Upgrade und ja, ist ja eine ganze Lore drum, von daher wollte ich das noch erwähnen. Ist natürlich jetzt nicht eine Top-Karte, obwohl eine Starlight Rare ziehen, ja doch, ist schon eine Top-Karte, ne, für zumindest den, der es sieht. So, fangen wir an mit dem, was, glaube ich, das größte Thema überhaupt ist, und zwar Super Harry Samurai. Ja, Super Harry Samurai bekommt hier ordentlichen Support drin und nicht nur ordentlichen Support im Sinne von viele Karten, sondern auch extrem starke Karten. Denn wir haben jetzt so unter anderem eben dieses Motorbike. Dieses Motorbike ist sehr stark, denn sie sagt einfach, sucht euch ein Monster aus dem Deck. Natürlich ein Super Heavy Samurai Monster, aber sie searcht euch einfach ein Monster. Wie immer, Bedingung, keine Spell and Traps in Graveyard. Aber ich finde, nichtsdestotrotz ist das eine extrem starke Karte, weil man eben einfach jegliches Monster suchen kann. Und da ist natürlich das nächste, was halt extrem stark in diesem Deck ist. Ja, das ist eine Karte, die Potenzial hat, auf der Banlist zu landen. Also ich sag's voraus, entweder limitiert oder verboten. Wir werden es sehen, auf jeden Fall diese Karte hat es unglaublich in sich. Denn sie erlaubt euch einfach extrem nice Synchro-Plays und extrem leichte Kombos zu starten. Warum? Naja, zunächst einmal ist es eine Pendelkarte. Sie ist Pendel 8, was sehr nett ist, weil zwischen 8 und sagen wir mal 1, ja, das sind schon viele Monster, die das betreffen. Klar, 8 eingeschlossen wäre natürlich noch krasser, also 9 wäre cool, aber 8, denke ich mal, ist auch okay. Naja, okay, das ist erstmal okay. Pendel-Scale, okay, warum wollen wir pendeln? Naja, eigentlich wollen wir gar nicht pendeln, denn sie sagt folgendes, wenn sie in der Spell and Trap Zone ist, wenn du keine Zauberfeindkarte Friedhof hast und sie eben als Pendel-Katalyst, das ist auch Pendel-Effekt, können wir eben einfach ein Pendel-Monster von Super Harry aus dem Deck direkt aktivieren und diese Karte spezial beschwimmen. Bedeutet also, wir haben eine weitere Scale. Sie geht zwar wieder raus, aber das ist nicht schlimm, denn wenn diese Karte für eine Synchro-Beschwörung benutzt wird, kommt sie zurück in die Scale. Sie ist selber Level 4 und eben Empfänger, super gut. Und hiermit kann man eben super gute Lines gehen. Denn man kann ihn spezial beschwören, holt sich die andere Scale, kann in eine Synchro gehen, sie geht wieder zurück. Und welche holen wir? Ebenfalls neu hier, Scale 1. Das heißt, wir haben 1 und 8 komplett, einfach mit einer Synchro-Beschwörung dazwischen, können dann sogar noch pendeln. Es ist unglaublich stark einfach. Es ist halt unglaublich stark. Ja, brauche ich nicht drüber reden. Ne? Also, das ist wirklich stark. Also Super Happy Samurai, super stark. Deswegen sind auch viele Synchro-Karten eben durch die Decke gegangen in letzter Zeit. Einfach eben aufgrund dieser Karte eigentlich, beziehungsweise in Kombination mit allen Super Happy-Karten. Aber eben ist es unglaublich stark. Ja, brauche ich nicht drüber reden, ne? Ist es ein Deck? Kann ich auch nochmal in Ruhe vorstellen. Wird garantiert auf diesen Kanal noch kommen. Aber ja, ist es halt sehr stark, weil wir einfach eben mit ihr so viel Plus generieren können, unsere Combo starten können und dann eben passend unser Board etablieren können und alles aus einer Karte ausgehend. Allein die zwei Scales ist halt unglaublich stark, ne? Brauche ich nicht drüber reden. Wir haben einfach eine Pendel-Scale for free quasi zwischen 1 und 8. Ist es unglaublich stark. Und dann dazu noch Access auf eine Synchro-Beschwörung, beziehungsweise die Synchro-Beschwörung ist ja quasi eine Baroness, weil wir können in Level 8 gehen, ganz einfach, weil wir brauchen nur einen Level 4er und ihn. Sind wir in Level 8, können dann eben mit den neuen Drachen eben automatisch in eben dann dementsprechend Baroness gehen. Also nice, ne? Das ist schon sehr gut. Dann kommen wir zu Pearly. Ja, Pearly bekommt ebenfalls super gute Karten und wir fangen an mit Sleepy Memory. Memory ist die Karte, die das Deck unter anderem broken macht, denn sie erlaubt euch, eine Karte zu ziehen, wenn eben sie equipped ist. Bedeutet, wenn ihr drei equipped habt, dürft ihr drei Karten ziehen. Stark, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Außerdem, zusätzlich kannst du sie aktivieren, wenn wir eben kein Monster auf dem Feld haben. Was stark ist, weil du brauchst bei einigen Karten, musst du Monster wählen, bei ihr nicht. Bedeutet also, wir haben quasi ein zusätzliches Monster. Also sie ist quasi ein Monster, weil wir eben spezial beschwören können. Ja, und was können wir beschwören? Lilly zum Beispiel. Ja, Lilly, extrem stark, recycelt unsere Zauberkarte im Friedhof. Bedeutet also, nur als Beispiel, ne? Wir aktivieren Pearly, spezial beschwören ihn, können mit ihnen aus dem Friedhof, können dann eben drawn. Also ist schon sehr stark, ist schon sehr stark. Sehr gute Karte, sehr nice. Macht Pearly auf jeden Fall jetzt metafähig. Vorher nicht metafähig, vorher eher so ein Fun-Deck. Jetzt auf jeden Fall metafähig. Wir haben eine zusätzliche Normalbeschwörung, eine zusätzliche Spezialbeschwörung. Wir haben noch eh genug Spezialbeschwörung. Also sehr gut von daher. Passt sehr gut. Ja, das auf jeden Fall zu dem Deck. Wird auch mit ein sehr gutes Deck. Heißt, wir haben jetzt schon zwei Karten-Pool-Erweiterungen,
die eben zwei Decks Top-Tier mitmachen. Pearly wird Top-Tier und natürlich Super Happy Samurai wird definitiv Top-Tier. Die Frage, die sich natürlich stellt, ob das Ganze noch irgendwie von der Banlist beeinflusst wird oder nicht, aber das können wir jetzt natürlich nicht sagen. Dementsprechend aber, es sind zwei Decks, die in der Meta vertreten sein werden. So, das nächste Deck, was vielleicht in der Meta vertreten sein wird, ist Gold Pride. Goldstolz ist ein Deckthema, was ebenfalls eine zweite Welle Karten bekommen hat. Man muss sagen, sie haben einiges bekommen und sie haben genau das bekommen, was das Deck gebraucht hat. Denn es brauchte unter anderem eine Karte, die selber Lebenspunkte zahlen lässt, damit man eben das Passende suchen kann. Und sie brauchten irgendwie eine zusätzliche Interruption, denn sie haben zwar irgendwie die Möglichkeit, diesen Token zu geben und dann was zu schießen, aber es war nicht stark genug. Und wir haben jetzt eben das bekommen, und zwar mit einem Fusionsmonster, denn wir können eben gegnerische Monster klauen mit Anzahl der Fusionsmonster, die eben dafür benutzt worden sind. Das heißt, wir können mindestens zwei Karten des Gegners klauen. Wir können sogar potenziell drei oder vier klauen, je nachdem, wie viel wir halt benutzen für die Fusionsbeschwörung. Ist ein sehr guter Effekt per se. Also das heißt, ein sehr gutes Fusionsmonster, sehr nice, 3000, Beatstick ist nice, ist sehr gut. Dann haben wir natürlich das passende Fusionsmonster dazu, denn ja, es gibt keine Zauberkarte, sondern das Fusionsmonster. Und zwar in der Main Phase Quick Effect können wir eben einen Gold Pride Fusionsmonster rufen. Wir können natürlich ihn benutzen, also sehr nice. Übrigens, sie taggt sich natürlich aus, wie alle Goldstolzkarten quasi, aus dem Extra Deck. Und wir können eben dann ihn wieder spezial beschwören. Heißt, in unserem Zug können wir wieder eine Fusionsbeschwörung durchführen, können wieder Monster klauen. Also ganz theoretisch können wir vier Monster klauen des Gegners. Ne? Natürlich, der Gegner kann das verhindern, interrupten. Aber die Karte ist extrem gut und hilft den Deck halt wirklich. Ja, dann können wir noch zum Exit. Sie hilft uns ebenfalls, eine passende Spell eben zu suchen und zusätzlich können sie uns eben ein Gold Pride Monster in den Friedhof senden, was sehr gut ist, weil ja gerade unser allererstes Gold Pride Monster eben Monster vom Friedhof spezial beschwört, also tipptopp, ist wirklich gut. Sie ist generisch, was extrem wichtig ist, denn diese Karte wird unter anderem in Gold Pride Punk gespielt, denn Gold Punk ist ein Deck, was man spielen kann. Deswegen zu Beginn, ich weiß nicht, ob es sich durchsetzen wird. Aus meiner Sicht fehlt da noch etwas, um eben zum Beispiel Pearly oder Super Heavy Samurai mitzuhalten. Aber es ist ein Deck, ich sag mal so im Tier 2 Bereich rumdümpelt und was auf jeden Fall auf dem Turnier anzutreffen sein wird, weil Gold Pride Punk ist ein Deck, was auf jeden Fall Spaß macht. Man hat auf jeden Fall Spaß zu spielen. Hat auch One-Card-Kombos, was natürlich geil ist. Passt natürlich, ne? Punk immer mit Seamin ist eigentlich immer eine One-Card-Kombo. Jetzt ist es wieder eine One-Card-Kombo. Nicht so wie früher, wo es natürlich mit Chaos super funktioniert hat. Jetzt hier eben One-Card-Combo mit Gold Pride. Finde ich sehr nett. Super Support, sehr, sehr spielstark. Hier ist eben die Zauberkarte, die uns eben erlaubt, eben einfach ein Gold Pride Monster zu suchen und uns Lebenspunkte kostet, was sehr gut ist, weil wir brauchen ja weniger Lebenspunkte, um die Monster spezial beschwören zu können. Tipptopp also. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Super guter Support. Und hiermit können wir theoretisch nochmal aus dem Extra-Deck eben ein Gold Pride Monster rufen. Was nett ist. Aber wie gesagt, die anderen Karten sind halt wesentlich relevanter. So, ebenfalls relevant ist der neue Despia-Support. Ja, Leute, Despia bekommt neues Support. Um genau zu sein, halt Branded, Despia, nenn es wie es will. Oder Dogmatica. Denn ja, auch Dogmatica ist damit inbegriffen. Warum eigentlich das Ganze? Naja, Despia, Branded, Dogmatica und alles. Das ist eine Storyline, Leute. Also ihr wundert euch immer, warum kommen eigentlich ständig Karten raus. Ey, Despia hat doch wirklich viel zu viele Karten bekommen. Das reicht doch. Nee, Leute, es ist eine Storyline, die zu Ende führt werden muss. Dementsprechend kommen da eben neue Karten. Und ihr müsst mal bedenken, früher gab es solche großen Storylines nicht. Alternativ hatten wir dann irgendwelche Random-Karten in Sets, die halt einfach ja, keiner gespielt hat, die niemand interessiert haben. Jetzt haben wir wenigstens eine lange Storyline und ja, vielleicht hängt euch Despia raus, aber Despia wandelt sich. Despia ist nicht mehr das Despia von früher. Despia hat sich stark gewandelt. Er wird jetzt ganz anders gespielt und ja, dementsprechend jetzt auch ein neues Synchromonster. Hier haben wir das eben und er ist das Besondere, das, warum das besonders ist. Und zwar, ja, negate Effekt von einen offenen Karte bis zum Ende des Zuges. Wir haben hier also eine Negation, auch quasi ein Omni-Negation, denn wir können natürlich nicht nur Monster wählen, sondern können auch Zauber- oder Fallenkarten wählen, aber natürlich nur offene. Dementsprechend können wir hier eben annullieren. Sehr nice. Zusätzlich bumpen wir alles um 500, was sehr, sehr gut ist. Und zusätzlich, wenn sie auf den Friedhof gelegt wurde, weil sie im Friedhof ist, diesen Zug, können wir eben noch ein Licht Spellcaster-Monster von Hand oder Deck Schütze habe ich schon. Das ist sehr nice, sehr nice. Und ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, okay, wir haben einen Tuner bekommen, ich meine, wir haben ein Synchro bekommen und es ist ein Omni-Negate, quasi ein Omni-Negate. Ich sag das mal Pseudo-Omni-Negate. Ja, aber wie sollen wir es rufen? Wir bekommen natürlich auch noch einen neuen Tuner. Und dementsprechend ist das natürlich klar. Ja, und zwar sie hier. Sie sagt, wenn sie normal spezial beschworen wird, können wir eben eine Fallen of Albas Karte, die ihn aufgelistet hat, vom Deck auf den Friedhof senden, was sehr, sehr gut ist. Also wir können Fallen of Albas selber senden oder eine Karte, die ihn erwähnt.
sehr gut. Filf den Deck wieder super, perfekt. Und ja, wenn eine Karte vom Extra-Deck das Extra-Deck verlässt, können wir einen Fallen auf Albers oder ein Monster, was ihn erwähnt, im Friedhof wählen und spezial beschwören. Nice. Wir können also Monster gleich direkt spezial beschwören mit ihr und können dann eben zum Beispiel theoretisch eben in unser Synchro-Monster gehen. Das ist sehr nett. Ne? Also ist Level 4, Empfänger, nice. Und ist natürlich genau die Bedingung, die auf den Synchro-Monster steht. Ne? Ist natürlich klar. Passt perfekt zusammen. Aber das war's noch nicht, denn nein, wir haben auch noch ein gutes Fusionsmonster. Ja, Albion. Und dieses Fusionsmonster, das Besondere daran ist einfach, ja, ihr wollt alle die Fallenkarte verboten haben, weil die Fallenkarte, ganz ehrlich, die Fallenkarte liegt immer den Gimmel Public Lock. Das ist ja so nervig. Ah, hupsala. During your opponent's turn, quick effect. Du kannst zwei Monster wählen, unterschiedlichen Friedhof. Spezialbeschwöre, zwei Monster, eins auf deiner, eine auf den gegnerischen Spielfeldseite. Oh nein, Gabbit Puppet Lock again. Ja, der Puppet Lock ist damit zweimal machbar, quasi in einem Zug mit der Falle. Vielleicht wird die Falle gebannt oder so, nicht schlimm. Wir haben immer noch die Möglichkeit, dann eben das Ganze zu machen. Ja, ist auch nice, ebenfalls als Beschwörungsbedingung Fallen auf Albers, war ja klar. Und ein Licht Spellcast Monster, passt natürlich perfekt zu diesem Deck. Eben passt natürlich auch hier zu ihr. Ist super gut. Nice Fusion, möglichen Lock, sehr stark, sehr gute Karte. Allgemein, ich werde hier, wie gesagt, nicht auf alle Karten eingehen, sondern eben nur auf die guten. Kommen wir zu einer weiteren Top-Karte des Sets. Und wenn nicht sogar die Karte überhaupt, die noch langfristig auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird. Ich meine, klar, Despier-Karten sind stark. Wenn Despier aber weg ist, juckt halt niemand mehr für. Wir reden natürlich über Chaos Angel. Chaos Angel ist quasi das neue Level 10 Synchro. Wir hatten Baroness, was natürlich klar schlechthin, ne, das beste im Synchro 10 Monster ist. Aber mit Chaos Angel haben wir ein weiteres Monster bekommen, was eben Staple werden könnte, gerade in Extra Decks eben, die auf Level 10 zugreifen können. Denn sie sagt folgendes: Wenn diese Karte beschworen wird, wähle eine Karte auf dem Spielfeld, verbanne sie. Bedeutet also, wir haben hier ein Targeting Banishing, was echt nicht schlecht ist, weil eben das Feld clearen. Sie hat 3-5 für OTK. Nice, schon mal eine gute Karte. Aber jetzt kommt das Besondere, warum die Karte halt auch ein bisschen revolutionär ist. Denn für die Synchro-Beschwörung dieser Karte können wir einfach ein Licht- oder Finstermonster wählen und es als Tuner werden lassen. Bedeutet also, für diese Karte brauchen wir faktisch keine Tuner im Deck. Ihr könnt ein komplettes Deck spielen, was keine Tuner spielt, aber solange ihr Light und Dark und auf 10 kommen könnt, habt ihr eben Access auf Chaos Angel, was unglaublich stark ist. Heißt also, wir können also auch ohne Tuner diese Karte rufen. Das heißt, wenn ihr irgendwie mit Light und Dark Monstern auf eben Level 10 kommt, habt ihr Access auf diese Karte. Dementsprechend eine Karte, die auf jeden Fall für viele Extra-Decks interessant sein wird und deswegen eine Top-Karte eben aus diesem neuen Set. Zusätzlich jetzt hier noch ein Effekt, wenn sie eben für die Synchro-Beschwörung folgenden Monster benutzt hat, hat sie noch einen zusätzlichen Effekt, einen passiven Effekt, und zwar Synchro-Monster, die kontrollierst, sind unaffected beim Monster-Effekt, die aktiviert werden von unseren Gegner. Sehr krasser Effekt natürlich, ne? Macht es schwer, den zu outen. Und bei Dark, Monster, die wir kontrollieren, können nicht durch Kampf zerstört werden. Ist eine sehr starke Karte. Sehr gute Karte, Top-Karte, wenn nicht sogar die beste Karte fast aus meiner Sicht. Kommen wir zur nächsten Synchro-Karte. Ja, Synchros ist hier der Trend. Und zwar Bestials, beziehungsweise Abgeheuerlich, bekommt hier ihr Synchro-Monster ebenfalls sehr starke Werte. Also mit 3500 extrem stark. Sieht auch ein bisschen weird aus, die Karte. Sie sagt folgendes. Und zwar, wir können eben einer der gebannischen Light or Dark Monster wählen und spezial beschwören auf unserer Spielfeldseite, was sehr gut ist. Heißt, es ist quasi auch ein Extender, was sehr nett ist. Und wenn der Gegner ein Monster aktiviert, können wir eine gebannte Karte zurück ins Deck mischen, wenn es eine gegnerische war. Annullieren wir den Effekt, wenn es unsere war, dann zerstören wir das Monster. Sehr nett, sehr flexibel, passt zum Bestial Archetype und nice, dass sie jetzt auch ein Synchro-Monster bekommen, auch Level 10, ironischerweise. Sehr gut. Dann kommen wir zu einem neuen Monster, was sehr interessant ist. Das ist ein Level 2 Drachen-Empfänger-Monster. Und das klingt schon sehr, womit man Faxen machen könnte. Drache, Empfänger, Dragonlink, let's go. Naja, ein Dragonlink passt das Deck, die Karte gar nicht mal so gut rein, denn wir können sie selber eben spezial beschwören, wenn wir einen Nicht-Effekt-Monster auf dem Spielfeld haben. Das passiert mit Tokens natürlich, aber auch mit anderen Karten. Es gab auch schon Dragonlink-Varianten, wo Nicht-Effekt-Monster drin waren. Dementsprechend funktioniert das Ganze. Aber man muss ein bisschen das Deck drum bauen, aber die Karte hat auf jeden Fall irgendeine Time. Denn sie können sie nicht nur spezial beschwören und dann ist sie ein Drache, Stufe 2 Empfänger, sondern während der Main-Phase, wenn ich eben eine Synchro-Beschwörung durchgeführt habe, diesen Zug, du kannst diese Karte vom Friedhof verbannen, Spezialbeschwöre, ein Token, Level 2. Sie ist dann nicht Drache, sondern Wurm, aber es passt schon. Und der Player, der das Spezialbeschwören hat, kann ebenfalls das wählen für eine Synchro-Beschwörung. Bedeutet also, wir haben hier wirklich viel Access. Wir haben einen Empfänger, Level 2 schon mal, was nice ist, aber zusätzlich noch ein Token, der kommt.
Ich würde sagen, es ist eine gute Karte. Mal sehen, ob das Ganze irgendwann kommt. In Schwertseele ist die Karte natürlich nicht verkehrt. Schwertseele ist ja auch ein Deck, was einige Tops geholt hat. Dementsprechend eine Karte, die nicht verkehrt ist und echt gut ist. Und von daher, let's go, nehmen wir einfach mal mit. Ne? Ja, dann haben wir ebenfalls den neuen Archetype, der unter Starfrost funktioniert. Und die Feedspell ist echt nicht schlecht, denn sie sagt folgendes. Und zwar, wenn ein offenes Tuner-Monster, was du wählst, durch Kampf oder Kaneffekt zerstört würde, können wir einen dieser Monster wählen und spezial beschwören. Das Besondere dabei ist einfach, dass eben natürlich Starfrost bzw. eben das Deck selber eben immer eigene Karten zerstört und dann wieder spezial beschwört und das hilft euch eben dann das Ganze zu floaten. Ist eine weitere Field Spell. Wir haben glaube ich jetzt wirklich um Starfrost rum unendliche viele Field Spells, aber nice to have, nehmen wir natürlich mit. Allgemein haben wir ganze neuen Archetype quasi und zwar Mandinomium oder wie die genau ausgesprochen werden, aber da gehe ich nicht so genau ein, weil ja, es ist halt ja, natürlich mit Starfrost und so und Scareground und ähnliches und so, kann man alles machen, aber ja, wenn ihr es lesen wollt, lest einfach nach. Wir sprengen den Rahmen dieses Videos eh wieder. Wir wollen nicht noch weiter sprengen. Denn apropos sprengen, wir gehen hier rein mit Firewall. Denn ja, Firewall bekommt neuen Support. Um genau zu sein, bekommen wir eben unser Link 6 Monster, das zweite seiner Art. Und ja, die Karte ist gar nicht mal so verkehrt, denn wir können per Quick-Effekt eben, ja, wir können einfach Karten zurückgeben. Wichtig dafür ist, das hat ein bisschen was mit zu tun, wie unterschiedliche Typen wir Ritualfusion, Synchro oder Exceed haben. Bedeutet, wir können vielleicht nicht so viel zurückgeben, aber selbst wenn wir einen zurückgeben, ist ja schon nice to have, ne? Und nehmen wir einfach mit. Und außerdem, if a monster discard points, destroy a battle or send to the grave, you can tell what size of monster in your grave, special summon. Also auch hier Recycling, sehr, sehr nice. Aber warum erwähne ich das überhaupt? Weil ich meine, ja, Firewall, nice, Anime, let's go. Nee, Leute, das ist eine Karte, die man oft in jetzt neuerdings zumindest in Mathe-Mech finden wird. Denn es gibt jetzt eine neue Variante von Mathe-Mech, denn Mathe-Mech mit Firewall Engine. Ja, da ruft man nämlich nicht nur ihn, sondern auch den Fluid dran, was schon mal sehr nice ist. Dann haben wir eben nicht nur zum Beispiel Exit, sondern können auch eventuell auch auf einige andere kommen, können auch eventuell noch eine Fusion Friedhof kriegen oder so. Kann gut funktionieren. Dementsprechend haben wir mehr als einen Bounce. Und das Ganze funktioniert noch besser, denn es gibt neue Firewall-Monster. Nicht nur große, sondern auch kleine. Sie zum Beispiel, wenn sie für ein Material benutzt wird, können wir ein Firewall-Monster aus dem Deck spezial beschwören, außer ihn selber, was schon mal sehr nice ist. Und außerdem, wenn ein Firewall-Monster zerstört werden würde durch einen Karteneffekt, dann kannst du die Karte von Friedhof stattdessen verbannen. Also haben wir noch einen Protection-Effekt, was sehr nett ist. Ja, auch hier natürlich, ne, Mathe-Mech, Firewall ist natürlich nochmal eine andere Art und Weise, wie man das Deck spielt, aber ist halt eben Support, gerade für Mathe-Mech, deswegen sehr, 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 sehr gut hier. Dann wollte ich eine Karte einfach mal zeigen, weil ich sie sehr lustig finde, und zwar Number Evils kommt. Ja, Master-Duel-Karte schlechthin, das ist die Master-Duel-Karte überhaupt, die einfach nur nervt, denn Rongo ist noch erlaubt, mit Rongo, hier kann man Rongo rufen. Ja, ist jetzt im TCG natürlich nicht so wichtig, aber wollte ich mir erwähnen, die Karte kommt jetzt auch zu uns eben ins TCG. Was ebenfalls zu uns ins TCG kommt, ist Constella bzw. Teller Knight Support, was sehr nice ist, denn ja, Sternritter ist ja doch, oder Sternzeichen, je nachdem, ist natürlich ein Thema, was wirklich beliebt ist bei einigen. Und dementsprechend hier neuer Support. Wir haben eine sehr starke Zauberkarte. Wir haben auch gute Monster. Wir haben ein neues Exit. Dementsprechend ist nice. Wollte ich mal auf jeden Fall erwähnen. Sie hilft uns eben, ein Monster spezial zu beschwören. Von der Hand oder Friedhof. Was sehr gut ist. Weil, ja, sind wir mal ehrlich, ne, das Deck fehlt jetzt ein bisschen an Extender-Möglichkeiten. Hier bekommt man eine Extender-Möglichkeit. Und zusätzlich können wir eben einfach ein Exit-Monster wählen. Und eben ein Tellerlight oder Constellar Exit Monster mit unterschiedlichen Rang ebenfalls spezial beschwören. Heißt also, wir können auch noch bumpen, also ein weiteres Monster rufen über unser anderes Exit Monster, was sehr, sehr nice ist. Und dann haben wir hier noch eben unser neues Exit Monster, was auch sehr cool ist, denn wenn diese Karte Exit beschworen wird, können wir in ein Tellerlight oder eine Constellar Karte in Friedhof wählen und sie auf die Hand nehmen. Ist sehr nice, dann nehmen wir natürlich mit. Und wir können ein Tellerlight oder Constellar Monster von banishen. Genau, from deiner Hand oder Deck und dann ein Material von dieser Karte. Diese Karte bekommt den Namen des Monsters. Bekommt das mal sogar den Effekt. Entschuldigung, wenn es normal gesammelt wurde. Oh mein Gott, ich habe es gerade falsch gelesen. Ja, ich bin komplett lost. Also, wir können eben einfach einen Effekt kopieren und das ist unglaublich stark, denn wir können dann was banishen. Ebenfalls die neuen funktionieren auch mit Banishing. Bedeutet also, wir können hier einen Effekt kopieren. Sehr stark, 2 Level 4, passt natürlich perfekt rein. Auch wenn 1650 Verteidigung sehr komisch wirkt. Aber die Karte ist wirklich sehr gut eben für Teller Knight und funktioniert halt sehr gut mit dem Deck, weil sie eben nicht nur erlaubt, eben einfach einen Exit zu rufen, sondern eben zusätzlich noch einen Effekt weiter zu nutzen und perfekt harmoniert hier mit der Zauberkarte. Denn ihr ruft erst sie,
können einen Effekt aktivieren dann eben und können dann einfach ein weiteres Exit darüber legen. Heißt also, wir haben hier quasi einen Extender vor uns liegen, beziehungsweise einen weiteren Effekt, den wir triggern können. Ja, und das ist jetzt im Großen und Ganzen der Überblick. Wie gesagt, man kann hier noch diverse Karten erwähnen. Wir haben zum Beispiel hier, wir haben Infinitrack Support oder ähnliches. Wir haben noch ein paar neue Synchromonster. Wir haben natürlich auch noch ein paar interessante Fallenkarten oder ähnliches. Aber ja, es ist alles jetzt nicht so krass, dass ich sage, oh, das müssen wir unbedingt erwähnen. Wir haben ja theoretisch auch Sushi Support. Ist nice to have, aber ist halt eben nicht so relevant. Und wir sind wieder bei einer sehr langen Zeit. Und ich würde sagen, ich denke, ich habe die Top-Karten des Sets vorgestellt und auch einen guten Einblick gegeben, wofür das Ganze gut ist. Wie gesagt, dieses Set ist auf jeden Fall meta-verändert, denn wir werden hier einiges haben. Wir werden eben hier Mathe-Mech-Veränderungen haben. Mathe-Mech spielt jetzt mit Firewall unter anderem. Wir haben Despia-Veränderungen. Despia wird ganz anders gespielt. Wir haben ein neues Deck. Punk Gold ist spielbar. Dann natürlich, brauche ich drüber reden, ne? Super Harry Samurai. Extrem starkes Deck. Pearly tritt aufs Spielfeld. Also wir sehen einfach, wir haben hier wirklich sehr viele Decks, sehr viele Veränderungen und sehr viele neue Karten. Und ich denke mal, es ist ein gelungenes Hauptset und bringt eben viel Veränderung. Ja, aber jetzt, was haltet ihr von dem Set? Schreibt mal in die Kommentare, was ist eure Lieblingskarte oder was ist euer Lieblingsdeckthema? Wie gesagt, schreibt es mal unten in die Kommentare und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald!